Herzlich willkommen im Reichstag und im Deutschen Bundestag. Weit über 100 Leute sind wieder aus der Lausitz gekommen, haben die lange Fahrt aus Cottbus bis hierher auf sich genommen, um hier zu sehen und zu erleben, wie Politik gemacht wird. Es gelingt mir bei diesen Führungen, dadurch, dass alle so interessiert sind, durch alle Häuser des Bundestages, außer durch das unter den Linden zu führen. Es ist sozusagen eine wunderbare große Bürgersprechstunde, denn in den Ausschussräumen reden wir über alles, was die Bürger interessiert, was sie gerne fragen möchten. Viele Senioren waren bei dieser Reise mit dabei, aber auch Menschen, die die Cottbuser Tafel eingeladen hat und die gerne dieser kostenfreien Einladung für sie gefolgt sind. Als ich versprach, meine Diätenerhöhung für diese Reisen zu investieren, habe ich von Ferne nicht geahnt, dass bei jeder Reise so viele Bürger gerne mitkommen würden. Sicher ein Privileg des nahegelegenen Wahlkreises, weil die Fahrt hierher erschwinglich und für mich finanzierbar ist. Aber zugleich eben auch ein Privileg, was so nur von wenigen oder vielleicht von keinem Bundestagsabgeordneten den Bürgern seines Wahlkreises ermöglicht wird. Auf diese Weise werden wir rund 2000 Bürger zum Politikbesuch, zum Reichstagbesuch einladen können. Und für mich ist das eine der schönsten Formen, wie ich den Bürgern deutlich machen kann, ihnen erklären und zeigen kann, was ich für sie in ihrem Auftrag durch ihre Wahl legitimiert hier in Berlin tue.